Dann könnten die Spanier mir egal sein. Druckerpresse bringen die Spanier ja auch mit. Wieso kommt das nicht bei mir an, nur bei denen? Das ist doch jetzt schon wieder hier Rassismus. Ich kann es mir halt auch nicht leisten, diese beiden Dinger schon mal als meine zu markieren. Weil dann die Kosten halt explodieren. Steuern haben 0, ja, aber Kosten tun sie schon mal. Das ist ja das Problem. Das steigt halt nicht immer um 2, oder? Kosten für eine Ding steigen nicht für 2, nee. So, jetzt darf mich auch keiner mehr angreifen in nächster Zeit. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Ja gut, die schon, aber... Und ich brauche langsam wirklich mal neue Freunde. Also ich bin jetzt die Rivale, richtig. Aber ich werde keine finden, wieder mal. Wieder einmal habe ich das Problem, dass ich keine Freunde finde. Oh, Spanien ist hier schon im Krieg. Und es gewinnt. Nein, es verliert. Das fände ich ja prinzipiell geil, wenn die verlieren würden. Oh Gott. Ich meine, die haben jetzt hier so die Institutionen hergebracht und jetzt könnten sie wieder gehen. Das wäre doch ganz sportlich, finde ich. Wir sind doch verbündet, oder? Ja. Es wird sich bedroht, obwohl ich in einem Bündnis mit ihm bin. Ach, geil. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Was sind das hier für kleine Kackländer? Wieso sind die da? Ja, noch gewinnen sie, mehr oder weniger. Aber noch ist ja auch, hat Spanien noch keine Truppen richtig hergebracht. Und ich brauche mal endlich wieder einen Freund. Was sieht's denn mit dir aus? Nein. Ich finde hier wieder keine Freunde. Wäre das bitte bei 0, das reicht aber auch noch nicht. 50. Nehme ich halt, was ich kriegen kann. Glauben? Was? Schmieden? Ich nehme lieber das Prestige. Der Rest ist mir gerade eh egal. Insel der Ming vielleicht? Was? Das da? Das ist unkolonisiert. Da kann ich gar nichts verbinden hier. Globaler Handel. Hey, das ermöglicht es jetzt endlich auf 200% zu kommen. Und das ist natürlich... Wie, nein, Moment, das ist globaler Handel. Das ist natürlich in Beijing. Okay. Das kommt jetzt überraschend. So, aber ich warte jetzt nicht, bis diese ganzen Institutionen hier durch sind. Ich muss hier mal... Absolutismus. Ah, sehr gut. Es wird nur als mein Besitz angesehen. Sehr, sehr gut. Kriegsmüdigkeit nimmt auch langsam ab. Mit Moral. Im Laufe des 16. Jahrhunderts. Mhm. Ich bin halt dummerweise schon im 17. Jahrhundert. Und halt Armee. Ich kann mir das gerade alles wieder nicht leisten. So, wie läuft es bei Spanien? Minus 9. Das finde ich schon mal gut.
Fitness anbieten, das sehe ich zwar auch keine Chance, aber man kann es ja mal versuchen. Das sind nur so kleine Kackländer, was willst du machen? Spanien will kein Bündnis. Junge, Spanien interessiert sich ein Scheiß für mich. Ich habe die falsche Religion, ich habe... Oh Gott, und es begehrt Provinzen, zwar irgendwie alles, was ich habe. Geil. Moment, konnte man sich das nicht eher näher anschauen? Nee, das geht nicht, weil ich das DLC ja nicht habe, das man dafür bräuchte. Ey, meine Armee ist, falls wieder auf Höhe. Ja, extensionistische Ideen. Leck mich am Arsch. Nur 2,8% verteidigt. Ja, das ist nicht nochmal effiziente Verteidigung. Ach richtig, ich kann auch die andere Festung stilllegen. Ich kann wieder Sachen bauen. 005, 006. So, Spanier, verlierst du noch? Minus 12. Ja, das ist doch schon mal... Es geht schon mal sehr in die richtige Richtung. Und wieso bekomme ich das nicht? Das ist doch Rassismus hier. Natürlich bekommt es Dirk. Das war jetzt hier, ne? Oh, nö. Staatsehe. Dann nehmen die auch mein Bündnis an. Das ist zwar auch wieder so ein kleines Kackland, aber was willst du denn machen? So, jetzt kann ich wieder wegen Geld machen. Jetzt, wo meine Armee wieder... Moment, hatte das Auswirkungen? Nur auf die Moral, okay. Moment, Staatsehe, Bündnis anbieten. Allianz mit Rivalen. Ach, das sind eine Rivalen. Natürlich habe ich auch wieder das kleinere Land genommen, weil ich bin ja schlau. Ach. Dann lass den General doch tot sein. Zurück. Aber das Gute ist, da die KI ja so Probleme mit C-Aktionen hat, Dinge über Wasser zu verschieben, könnte das noch halbwegs gehen, wenn Spanien nicht irgendwie massiv viel hat. Von Sandes hat überhaupt kein Interesse an Australien irgendwie. Plus 25. Oh Gott, jetzt hat es plus 25. Eben hat es noch minus 12. Ja, da sind irgendwo Truppen gelandet. Ne? Guck mal nach. Vielleicht finde ich sie ja. Das sind keine spanischen Truppen. Sind hier irgendwo spanische Truppen? Ich sehe es halt nicht. Ah, richtig. Apropos nicht sehen. Ah, da sind spanische Truppen. Uff. Ja, man sieht halt, wie weit technologisch das ist schon. Das ist schon hart, was die da gerade auffahren. Das ist halt technologisch eine ganze Ecke weiter vorne. Da merkt man doch irgendwann diesen Unterschied. Irgendwo noch mehr spanische Truppen. Ich darf auf gar keinen. Ach Gott. Und die begehren doch noch irgendwie 2 Milliarden meiner Sachen, ne? Sobald die mir den Krieg erklären, ist es halt hier vorbei, ne? Das ist
Wobei, vielleicht kann ich, wenn sie keine Truppen da haben, vielleicht noch so. Nee. Aber hey, ich habe eine Staatssäge. Das ist auch schon mal was. So sehen die mich als Gefahr. Ich bin ja noch gar keine Gefahr. Ich muss erstmal wieder hier Rekrutenreserve aufladen. So, geht mal reparieren. So, wie sieht's denn hier aus? So. Minus 9 wieder, hey. Könnte interessant werden noch. Vielleicht bekommst du einen Partner, wenn du Malaysia gegründet hast. Ich bezweifle es. Was interessiert mich Mailand? Kann mal kurz gucken, haben doch bestimmt noch. Da wollten die hin. Ah, und ich hab natürlich. Ich wünschte, ich hätte das nicht, oder ich hätte es bei da drüben. Die Kolonien wachsen auch. Kriegsgrund gegen Spanien, ja. Jetzt kann ich Spanien den Kriegsgrund erklären. Eroberung der Kolonien. Also, ja, was sie jetzt auch noch da eine hingesetzt haben. Ja, geil. Kann ich die verkaufen? Ja, vielleicht kann ich es kaum. Wirtschaftsmaßnahmen. Provinz verkaufen. Befindet sich im Krieg. Okay. Ich könnte meine Provinz da verkaufen. Wäre vielleicht besser, als mich in den Krieg zu führen, um diese eine Kackprovinz da. Minus 17. Das ist auf jeden Fall, wenn die mir den Krieg erklären, ist halt auch wieder vorbei. Richtig, ich wollte ja noch eine Kanone bauen. Da war ja noch was. Wollte ich nicht auch nur irgendwie drei Schiffe bauen? Ja, wollte ich. Spanien immer noch im Krieg. Na, ich will gar nicht. Gut, nehmen wir die Inflation. Was soll man machen? Was willst du machen? Eins und zwei und wow, das dauert fast 2 Jahre, diese Dinger zu bauen, der Wahnsinn. Oh, wie sieht's denn aus? Minus 16. Ah, Spanien hat neue Truppen gelandet, deswegen haben sie jetzt wieder Plus. Ah, oh oh. Oh, jetzt hat Spanien ein Stück von der Insel. Spanien, was soll das kosten? Wie würden die mir den kaufen? Für 210 Gold würden die mir die abkaufen. Sind die rot? So.
Okay, da haben die gar kein Interesse. Was haben die Interesse? Die haben doch eine ganze Menge. Die haben doch an allem Interesse, das ist mich verarscht. Vielleicht soll ich mir überlegen, die zu verkaufen. Das heißt, wird wahrscheinlich sowieso irgendwann früher oder später zu einer Katastrophe mit Spanien führen. Spanien hat 17 militärische Stufe. Ich habe 12. Vergiss es doch einfach. Akzeptieren. Beziehungen verbessern. Warum nicht? Was ist das jetzt mit? Oh, ich sehe das Heilige Römische Reich jetzt. Das noch immer noch keine Reform durchgebracht hat. Mit DLCs schaffen sie meistens so ein, zwei. Das ist doch ein Witz, mit was die jetzt alles Krieg führen. Ich habe halt nichts, das ich denen entgegensetzen könnte. Gar nichts. Ich könnte während des Absolutismus noch ein bisschen Disziplin rausschlagen, aber ich glaube auch nicht, dass das reicht. Einfach Platz machen. Ja, weil kann ich das Osmanische Reich ja zum Witness bringen. Oh. Ja. Deswegen, ja. Problem ist halt, ich habe auch nicht genug Geld, um diese ganzen Kolonien zu machen. Als es gerade aufwärts ging, kam Spanien vorbei. Und dann war es halt einfach vorbei. Wieso kümmerst du dich nicht um Amerika? Hm? Da solltest du doch schon viel mehr haben. Was willst du denn bei mir? Ich hab nichts. Rechtzeitig 35 im Jahr.
Spanien ist irgendwie. Ach, das ist auch schon fertig. Ja, geil. 130 im Jahr. Und das Vierfache. Hm, ja. Ich will keine Aggressivität verlieren. Ich will Leute. Was ist eine theoretische Frage? Wenn ich die irgendwie voll hochdrehe, dann würde mich das ruinieren. Achso, habe ich immer noch. Ach, 63. Alter, diese Preise hier schon wieder. 37.